Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Bevor Netflix berühmt wurde, das ist heute unser Thema, eine Kurzbiografie über Netflix. Ich weiß schon ein bisschen was über Netflix, weil ich mich natürlich auch für die Aktie interessiere, aber ich glaube, ich lerne hier auf jeden Fall noch etwas. Deshalb, Netflix hat eine richtig geile Geschichte. Die hatten ja zuerst auf jeden Fall Videofilme per Post verschickt und so weiter. Ich glaube, das machen die immer noch so ein bisschen, aber das ist natürlich total eingeschlafen. Und dann das Unternehmen hat sich immer wieder neu erfunden. Und deshalb finde ich das sehr interessant. Schauen wir uns das an. $40 Strafe wegen eines zu spät zurückgebrachten Films. Das kann doch nicht wahr sein, ärgert sich Reed Hastings und gründet vor mehr als 20 Jahren seine eigene Online-Video. Vor 20 Jahren. Das ist so geil und hab in 20 Jahren so oft neu erfunden. Tick. Netflix. Wir alle lieben solche Geschichten. Sie sind so simpel und klingen fast schon romantisch. Doch so einfach ist es nicht wirklich, erinnert sich Mark Randolph. Ich glaube, vielleicht kommt das auch noch. Ich glaube, der wollte Netflix dann an Blockbuster-Videos oder so verkaufen und die wollten das nicht kaufen. Blockbuster ist jetzt mittlerweile pleite. Netflix eins der größten Unternehmen. Ja. Der Mitgründer des Unternehmens. Man müsse nämlich aktiv nach guten Ideen suchen und würde nicht einfach über sie stolpern. Na gut, wie sieht dann die wahre Gründungsgeschichte von Netflix aus, Mark Randolph? Januar 1997, Mark Randolph geht schon auf die 40 zu. Okay, also nicht so mit, hey, du kannst nur ein Unternehmen gründen, wenn du jung bist oder so. Nein, auch wenn man so alt ist wie ich, kann man auch ein Unternehmen gründen. Cool. Als er gerade gekündigt wird. Gefeuert, entlassen. Der Grund? Das Unternehmen, für das er zu der Zeit arbeitet, erschaffen und geleitet von einem Mann namens Reed Hastings, wurde von einem noch größeren Unternehmen gekauft. Den kenne ich aber auch. Den Namen habe ich schon mal gehört. Mark wird jetzt nicht mehr gebraucht. Anders als erwartet gibt es jedoch keine typische Verabschiedungszeremonie unter Kollegen oder ein trauriges Zusammenpacken der Habseligkeiten vom Schreibtisch. Nein, Mark Randolph wird Silicon Valley-artig entlassen. Wartet mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Was ist das denn? Was ist? Also, ich war noch nie in Silicon Valley, ich war schon jetzt mehrmals in San Francisco. Ich wollte immer mal rüberfahren. Durchgefahren bin ich schon mit dem Bus, aber also nur der Autobahn, ne? Aber hab dann die Schilder gesehen, Silicon Valley hier ab und so. Palo Alto dann ab. Ne? Meistens hat Silicon Valley, Palo Alto und bla 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 so ein bisschen, ne? Dann, ich werde hier nichts mehr zu tun haben, soll aber trotzdem weiterhin für ein halbes Jahr vor Ort sein. Ja, richtig. Wir haben ja vielleicht noch Fragen an Sie. Das heißt, ich werde bezahlt und meine Aktienoptionen werden nicht verfallen. Okay, das ist natürlich voll lustig. Das ist ja natürlich voll. Das ist ja auch lustig. In Deutschland werden die Leute dann rausgeschmissen und keiner weiß mehr Bescheid. Ne? Keiner weiß mehr Bescheid. Natürlich würde ich dann auch, wenn ich rausgeschmissen wurde, auch nicht mehr antworten oder so, wo Akten abgelegt sind, wie man irgendwelche Absprachen hat und so. Rausgeschmissen, rausgeschmissen. Aber das ist natürlich interessant. Ja, natürlich. Und ich kann mein Büro mit Whiteboard und schnell im Internet so lange behalten? Ja? Und ich. Nein, das ist ja echt genial. Ich muss nichts weiter tun? Nein, einfach nur für den Notfall erreichbar sein. Hammer, ich bin dabei, denkt sich Mark. Ihm ist. Das ist echt geil. Normalerweise in Amerika wirst du echt rausgeschmissen. Ne? Du hast ja dann manchmal, wo jetzt die ganzen bei der Deutschen Bank rausgeschmissen wurden in Amerika, die dürfen ja manchmal noch nicht mal mehr zum Schreibtisch. Die müssen dann halt sofort, und dann wird alles eingepackt von einem Umzugsunternehmen oder so, so nach dem Motto, und wird ihnen nach Hause gebracht, ihr ganzen Hab und Gut. Ja. Oder du kennst das vielleicht aus Lehman Brothers, wo die halt pleite gegangen sind, haben die Leute alle so eine Kiste gehabt mit dann halt ihren, keine Ahnung, ja, ihre Fotos von der Family und eine Blume oder so da drin. Sofort klar, genug mit dem Angestellten-Dasein. Die Zeit werde ich nutzen, um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Nun, Reed Hastings geht es ähnlich. Auch von ihm trennt man sich auf vergleichbare Weise. Okay. Doch will er als frischgebackener Multimillionär erstmal kein neues Business starten, erinnert sich Mark.
Ein harter Cut scheint jedoch ebenfalls ausgeschlossen, denn Reed, der Vollblut-Entrepreneur, will einen Fuß in der Tür zur Start-up-Welt lassen. Also sagt er zu Mark, seinem langjährigen Kollegen, lass uns mal zusammen was überlegen. Ich werde die Gründung finanzieren und du kannst die Firma dann leiten. Ah, das ist ja auch cool. Ah, ja, werde ich auch bald machen. Ich werde auch bald nur noch Firmen gründen. Sehr geil. Sehr inspirierend auf jeden Fall jetzt schon. Aber muss man dafür nicht erstmal aktiv nach einer guten Idee suchen, Mark? Richtig, machen sie ja. Denn beide Männer leben damals in derselben Stadt. Jeden Tag fahren sie in einer Fahrgemeinschaft zusammen ins Büro. Also. Ah, okay. Aber der war doch Chef. Wo gibt's denn, dass du mit dem Chef zusammen ins Büro fährst? Voll lustig. Amerika ist voll. Stell dir mal vor, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß die Firma war, die sie da halt verkauft hat, oder. Mit dem Chef zusammen zur Arbeit fahren? Und wieder zusammen nach Hause fahren? Hammer. So nutzen sie die Autofahrten fortan einfach für Brainstorming-Sessions. Jeden Tag besprechen sie ihre Einfälle, Dutzende Ideen. Nein. Das feiere ich voll, das Video. Hunderte, behauptet Mark. Mit diesen Ideen geht er dann in sein Büro. Nutzt das Hundefutter. Geil. Ein Wort und das schnelle Internet und macht sich an die Recherche. Ach ja, wann war das? Das war ja vor 2000. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Da musste ja das schnelle Internet, ja, weiß ich nicht, in Amerika. Ich war ja vor 20 Jahren in Amerika, ja. Ich hatte einen Büchereiausweis mir in Santa Monica geholt, um in der Bücherei das Internet zu nutzen. Kein Scherz. Und in der dritten Straße in Santa Monica standen dann noch diese Computer und so rum. Da hast du ein paar Dollar reingeschmissen und so, um im Internet, keine Ahnung, $1,50 alle paar Minuten oder sowas. Am Ende des Tages setzt er sich wieder ins Auto und berichtet Reed, was er alles herausgefunden hat. So geht das jeden Tag. Inspiration beziehen sie dabei aus dem Alltag. Doch die meisten Ideen waren schrecklich, erinnert sich Mark. Er braucht oft nur sehr wenig Zeit, um zu checken, wo die Schwachstellen sind. Gründe, warum auch Idee Nummer 87 nicht funktionieren wird. Einer ihrer Einfälle ist schließlich ein Videoverleih per Post. Eine große Branche. Sogar 1997 wären im Videomarkt wohl schon Milliarden umgesetzt worden, während der Big Player zu der Zeit womöglich ein lukratives Geschäftsfeld zu übersehen scheint. Also fängt Mark mal wieder an zu recherchieren. Ja, liebe Kinder, Geschichtsstunde, der Spaß. Videotheken, du durftest in eine Videothek auch gar nicht rein. Also ich durfte meistens in den Videotheken damals gar nicht rein. Und nur ab 18 durfte man da rein. Diese Familienvideotheken kamen erst echt spät auf. Und ich kenne jemanden, der hat in den 80er Jahren eine Videothek gehabt und der hat Geschichten erzählt. Es gab dann irgendwie einen Film mit einer Frau, die dann so mit Bikini und Waffen dort stand und so. Und der hat dann halt eine Anzeige bekommen und musste eine Strafe bezahlen wegen, keine Ahnung, es gibt da so Gesetze, keine Ahnung, das war echt noch, die 80er Jahre waren nochmal ganz anders oder so. Ja, jugendgefährdende, keine Ahnung was, Schaustellung oder sowas. Ja, aber wir durften in Videotheken nicht rein. Ja, die Familienvideotheken kamen erst später, wo dann auch Kinder rein durften. Doch damals gab es Filme noch auf diesen großen, unhandlichen Kassetten. Die waren meist teuer, zerbrechlich und schwer. Schnell wird ihm klar. Und irgendwie, ich weiß es nicht, eine Mark musste man, glaube ich, bezahlen, wenn du sie nicht zurückgespult hattest. Wenn du sie nicht zurückgespult hattest, musst du, glaube ich, eine Strafgebühr bezahlen oder so. Das wird nicht funktionieren. Und so wird auch diese Idee bald wieder begraben. Bis Reed etwa 2 Monate später ganz nebenbei von dieser neuen Technologie namens DVD erzählt. Entwickelt für Filme, dünn und leicht, in der Größe einer Musik-CD. Das bringt die beiden Männer auf eine Idee. DVDs gibt es in den USA zu dem Zeitpunkt noch keine, also fahren sie zu einem... Boah, ich weiß nur, meine erste CD. Davor gab es ja Musik immer nur, also eigentlich auf Kassetten, waren so das gängige, Schallplatten waren dann auch schon, so ein bisschen staubig. Aber Walkman, du hattest einen Walkman und hattest dann dir dann halt ein neues Album oder so als Kassette geholt. Ja? Und Schallplatten waren echt so, ja. Ne? Weil
als Jugendlicher gehst du damit auch schlecht um und so, diesen Druckzug zerkratzt und so. Deshalb hast du dann halt Kassetten gekauft. Meine ersten Alben waren als Kassette. Und ich weiß dann noch die erste CD, die ich mir gekauft habe, voll stolz drauf. Das war irgendwas so Hits aus dem Radio, aus dem Fernsehen. So Top Ten Hits oder sonst was, so ein Zusammenschnitt, war echt cool. Musikgeschäft und kaufen eine CD. Dann besorgen Sie sich einen kleinen, günstigen Briefumschlag, packen die CD da rein, schreiben Reeds Adresse drauf und verschicken sie. Direkt am nächsten Tag, als Mark zu seinem Kollegen ins Auto steigt, sagt Reed nichts. Er hält einfach nur den Briefumschlag mit der unbeschädigten CD hoch. Geil. Geil. Also voll geil getestet sofort. Die in weniger als 24 Stunden bei ihm zu Hause angekommen war. Kostenpunkt, eine läppische Briefmarke. Nein, 34 Cent nur. Oh, jetzt gibt es überhaupt keine Briefmarken mehr. Vor 20 Jahren habe ich mich noch im Postzentrum eingestellt und habe dann halt Airmails nach Deutschland geschickt oder so, also an Verwandte und so. Und jetzt findest du überhaupt keine Briefmarken mehr. Das ist total schwierig. Und ich hatte mir irgendwelche Universalbriefmarken geholt, die waren voll teuer, 1,50 oder sowas. Aber Postdinger haben alle zugemacht. Zum ersten Mal sagen sie sich, okay, das könnte funktionieren. Schon ein paar Monate später stellt Reed einen Scheck über 1,9 Millionen Dollar aus. Okay, das ist vor 20 Jahren, ne? Das ist vielleicht so wie heute 30 Millionen oder so. Mark beginnt, eine Handvoll Leute einzustellen und ein kleines Büro zu mieten. Dort verbringen sie ein halbes Jahr damit, die erste Website zu bauen. Eine Website, die heutzutage fast jeder in weniger als 30 Minuten erstellt. Wollte gerade auch sagen, geil. Shopify oder so, fertig ist das Ding. 10 Videos draufpacken, die Hüllen und oder die Abbildung und so weiter, kannst du bestellen. Aber trotzdem geil. Ist das schon Netflix? Die Tasse. Stellen könnte, gibt Mark rückblickend zu. Naja, gut, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Am 14. April 1998 geht dann die Netflix-Homepage in den USA an den Start. Mark erinnert sich, das, was man da damals sehen konnte, hatte nur sehr wenig mit dem Netflix der Gegenwart zu tun. Ah, Stranger Things, oh ja, toll. Ich feiere die Serie voll. Ich hoffe, wird weitergedreht. Einer der Hauptgründe? Kein Streaming. Wenn sich die Kunden einen Netflix-Film ansehen wollten, bekamen sie ihn als DVD zugeschickt, mit 2 Tagen Lieferzeit. Genau wie in stationären Videotheken gab es Rückgabefristen und Versäumnisgebühren. So ziemlich der einzige Unterschied hätte darin bestanden, dass alles online ablief, sagt Mark. Naja, und dass ich das irgendwo in einen Postkasten reinschmeiße, wenn da ein Rückumschlag ist, ich packe die einfach rein, ich brauche nicht extra zur Videothek, weil das war immer sehr anstrengend. Meistens hast du dir irgendwie freitags was geliehen. Freitags waren die, wenn in einem Videothek, die Top-Filme waren nur 5-mal da. Also die Riesenvideotheken hatten die natürlich mehrmals, aber so eine kleine hatte die nur 3-5-mal da. Das heißt, du bist irgendwie um 17 Uhr gekommen freitags, waren die Top-Filme schon weg. Star Wars oder sowas. Und Montags musstest du sie wieder zurückbringen, sonst jeder Tag war ja teurer. Ne? Die hatten dann so Abos übers Wochenende oder 24 Stunden oder sowas, unterschiedliche Dinger. Ja. Ich weiß noch, meinen ersten Ausweis für die Videothek mit 18, ich war voll happy. Ich musste da irgendwie so 20, 25 Minuten mit dem Fahrrad hinfahren, um mir einen Film auszuleihen. Ja, und dann, ja, aber so packst du es halt in den Umschlag rein und auf dem Weg zur Arbeit schmeißt du irgendwo rein. Brauchst dich nicht an irgendwelche Öffnungszeiten halten und so. Das ist der einzigste richtig geile Vorteil. Und du kriegst die ja dann auch. Wie gesagt, in der Videothek hattest du die Blockbuster, gab's nie. Gab's freitags, also wenn du 20 Uhr freitags gabst, hast du die Blockbuster nie bekommen. Also in den kleinen. Doch an diesem 14. April 1998 denkt noch niemand drüber nach, wie Netflix 9 Jahre später sein Geschäftsmodell auf Streaming umstellen kann, wie sie über Algorithmen zu immer besseren Videoempfehlungen kommen können, wie man eines Tages mit Vorwürfen zur Steuervermeidung umgehen oder während einer Corona-Pandemie für eine Überlastung der Internetbandbreite sorgen wird. Nein,
An diesem 14. April 1998 fragt sich Mark Randolph lediglich, kann das wirklich funktionieren? Oh, schade Ende. Ich dachte, es kommt jetzt... Okay, das ist jetzt nur die Gründung gewesen. Ich hätte das jetzt sehr, sehr gerne gesehen, dass das halt noch so ein bisschen weitergeht. Ja, die nächsten Schritte und so. Dabei werde ich meine Erinnerung zu haben, dass die sich verkaufen wollten an Blockbuster. Blockbuster wollte die nicht haben, weil natürlich dieses ganze Business-Modell mit den Ausleihfilmen in den Bach runtergeht und dann ja das Streaming. Und dann, ja, mittlerweile sind die auch eine Produktionsfirma und produzieren ihre eigenen Sachen und so. Also sehr genial. Mir hat das gefallen. Wenn du mehr so Videos von mir haben willst, abonniere meinen Kanal. Mein Name ist Michael Kotzer, der Rucksackunternehmer, und ich bin raus. Ciao.